Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 25. März 2018? Sonne befindet sich immer noch in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich immer noch in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, beginnen, was vermehren soll, zunehmen soll. Aber wir sollen immer berücksichtigen die Tageseinflüsse. Manchmal ist es Spannung da und dann ist das doch nicht der richtige Augenblick, etwas zum Starten. Also das kommt auch noch dazu. Aber im Allgemeinen gilt das schon, dass eine gute Energie, etwas Neues zu beginnen, was vermehren soll, vergrößern soll, also was zunehmen soll. Mond fühlt sich wohl in Tierkreiszeichen Krebs, weil Mond herrscht über dieses Tierkreiszeichen und das spüren wir auch. Unseren Gefühlen nehmen wir intensiver wahr. Vor allem kommt noch ein Neptun-Einfluss dazu. Es ist eine harmonische Verbindung und es ist nicht nur, dass wir die Gefühle intensiver wahrnehmen, sondern auch unsere Träume, unseren Visionen oder haben wir einen wichtigen Traum. Und es ist auch sehr empfehlenswert, auf die Träume zu achten, weil das ist die Sprache, die Seele. Ich möchte nicht behaupten, dass jeder Traum eine Bedeutung hat. Warum? Weil im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume haben keine Bedeutung. Meistens vergessen wir das auch. Aber es gibt Träume, wenn wir eine Geschichte träumen und wenn wir erinnern auf diesen Traum. Und diese Träume vermitteln uns etwas, weil das ist die Sprache der Seele. Natürlich ist das eine symbolische Sprache, aber es ist wichtig, diese Träume zu deuten. Und das kann ich sehr gut und das begeistert mich immer wieder, wie viel man das erkennen kann über diese Traumbilder. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie gerne zu mir wenden. Ich träume, ich deute die Träume und ich deute sehr gut die Träume. Also es ist möglich, dass wir heute einen wichtigen Traum bekommen, weil das ist doch die Neptun- und Mondenergie und sie stehen nun mal heute in Verbindung. Und welche Einflüsse kommen von Sternen auf die heutige Mondbewegung? Alhena bestrahlt den Mond und Alhena bedeutet ein Zeichnen, ein leuchtenden Zeichnen. Also heute werden wir ein Zeichen bekommen, vielleicht wirklich durch Symbolsprache, das heute etwas eine wichtige Bedeutung hat. Nicht nur Alhena bestrahlt die heutige Mondenergie, sondern auch Sirius. Und Sirius ist ganz bekannt und die Ägypter haben natürlich Sirius verehrt. Sirius ist einer von den leuchtenden Sternen im Himmel, heißt auch die funkelnde, das Licht, das leuchtende. Und das war bei den Ägyptern die Wegweiser. Und so haben sie auch ihren Pyramiden gerichtet. So wurden die Pyramiden gebaut. Das richtet sich alles Richtung Sirius. Diesem Sirius befindet sich im Sternbild großen Hund. Und dieser große Hund ist nichts anderes als der Jagdhund von Orion und zeigt auch Richtung Polarstern. Canopus bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und diesem Stern Canopus ist ein Stern im Sternbild Schiff Argo und es ist natürlich das Fahrt, die Bewegung, die Reisen, etwas in Bewegung setzen oder wirklich handeln, auf dem Reise zu gehen.
Die indischen Astronomen sagen, dass dieser Canopus ist nichts anderes die Reiniger des Wassers, so bezeichnen sie. Also ein Reinigungsprozess, aber durch die Schiff Argo bedeutet auch auf die Reise gehen oder ein Fahrt machen oder etwas in Bewegung setzen. Wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Und das bedeutet immer etwas ins Licht zu bringen. Entweder sich selbst im Mittelpunkt stellen, wahrgenommen werden oder dieses Bedürfnis zu haben, wahrgenommen zu werden oder etwas veröffentlichen, etwas ins Licht zu bringen oder hinter dem Kulisse schauen und die Wahrheit zu erfahren. Eine gewisse Spannung ist aber noch da und das ist das Loslassen von etwas Verabschieden. Das ist sehr mühsam, auch bei Wiedergeborenen, aber auch die Steinbockgeborenen. Aber da haben wir eine Lernaufgabe. Das trifft die Wiedergeborenen, das trifft die Steinbockgeborenen. Dann natürlich die Gespräche durch die Rückläufigkeit Merkur bedeutet, dass es etwas gebremst ist, aber diese Rückläufigkeit bedeutet noch etwas. Die Vergangenheit, ja, natürlich die Vergangenheit, meldet sich jemand von Vergangenheit oder kommt ein Vertrag und das hat etwas mit der Vergangenheit zu tun. Aber Vergangenheit kann auch Karma bedeuten, Begegnungen, alten karmischen Begegnungen. Und das kann die Liebe treffen, weil Venus bewegt sich auch in Tierkreiszeichen wieder. Also wichtiges Thema ist auch Liebe, Partnerschaft. Eine gewisse Unsicherheit ist da und steht Venus auch in Verbindung zum Jupiter. Und Jupiter ist auch rückläufig, wieder die Vergangenheit. Also trifft die Vergangenheit, trifft alte Karma. Und da etwas Klarheit zu bekommen oder diese Sehnsüchte, das verspüren natürlich die Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein Aufstieg da und sie werden in die nächste Zeit auch wahrgenommen. Und die Stiergeborenen haben auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. Die Stiergeborenen sollen darauf achten, die Ruhe bewahren, nichts übertreiben und Vertrauen, das Wasserelement, das Fluss des Lebens. Und das ist eine schöne Energie, was die Stiergeborenen gerade bekommen. Aber die brauchen auch dieses Vertrauen zu haben, jetzt etwas übertreiben oder etwas versuchen zu erzwingen oder Kraft zu zeigen, Mut zu zeigen. Das bringt nichts, was das werft zurück, gerade die Stiergeborenen. Die Liebepartnerschaft, natürlich, da haben die Glück, die Stiergeborenen, weil etwas begeistert oder die, wo alleine sind, begegnen sich jemand im vertrauten Umgebung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen kommt auch etwas im Fluss, aber die sollen auch darauf achten, welche Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Sie sind natürlich aktiv, aber wenn das zu viel ist, dann wird das stressig und da verlieren die Zwillingsgeborenen die inneren Gleichgewicht, verlieren die Kraft. Also das richtig einschätzen, wann sollen sie aktiv sein, etwas in Bewegung setzen und wann ist es angebracht, eher das alles bremsen, zurückhalten sein oder mal nichts tun und ausruhen, weil diese Ruhe brauchen aber die Zwillingsgeborenen, weil daran liegt auch die Kraft, aber nicht nur die Kraft, sondern auch die Luft, dann können sie aufatmen und die Luft brauchen die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bewegt sich einiges, sie sollen darauf achten, was wird dieser Neptun Einfluss, welche Zeichen bekommen sie, welche Traum haben sie gerade bekommen, was sagt die innere Stimme, weil das ist die beste Ratgeber. Aber noch etwas ist wichtig. Saturn steht gegenüber und das sind auch karmische Lernaufgabe auch, etwas im Gleichgewicht zu bringen, etwas in Harmonie zu bringen, das ist auch sehr wichtig. Für die Krebsgeborenen, sonst verlieren sie die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben diese karmischen Themen immer noch und das ist natürlich ein Prozess, das bleibt noch erhalten und in den kommenden Tagen kommen aber Neuigkeiten, kommt etwas in Bewegung. Die Löwengeborenen haben Glück
in die Liebe, Partnerschaft. Kann auch sein, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und kommt eine gute Nachricht und wo sie Möglichkeiten haben, und in die Richtung sollen die Löwengeborenen auch schauen, mal nachdenken, wo liegt die wahre Berufung und nach diesem Berufung suchen und es umsetzen in Realität. Die Chancen, Möglichkeiten sind da. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren kommt etwas im Fluss. Auch wenn die Jungfraugeborenen keine großen Träumer sind, heute ist es ratsam für die Jungfraugeborenen auch auf diesen Zeichen achten, auf einen Traum achten. Was sagt dieser Traum? Was sollen sie da verstehen? Wichtige Themen sind bei den Jungfraugeborenen die Liebe, Partnerschaft, aber auch die Berufung. Sie möchten Ordnung haben im beruflichen Umfeld und sie brauchen auch Sicherheit, Stabilität, aber auch Anerkennung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen kommt kein direkter Einfluss, aber sie haben einen Spiegel vor sich. Und dieser Spiegel zeigt Gespräche und Liebe, Partnerschaft. Das sind die Themen, aber auch Veränderungen. Und genau das sollen sie in diesem Spiegel schauen. Nicht nur warten und passiv sein, sonst passiert nichts und verliert sich die Gleichgewicht. Sondern die Wagengeborenen sollen die Kontakte suchen mit jemand von Vergangenheit, dann um die Partnerschaft kümmern, jemand ansprechen, mal Interesse zeigen, Gefühle zeigen und nicht weglaufen, wenn es um Veränderungen geht, sondern mutig zu sein und diese Chancen nützen und etwas verbessern, verändern im Leben. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen trifft gerade die Liebe. Und bei dieser rückläufigen Jupiter, wo gerade in Verbindung zum Venus steht, kann das sein, jemand von Vergangenheit oder eine karmische Begegnung. Das ist auch Vergangenheit. Und diese Unsicherheit oder Zweifel sollen die Skorpiongeborenen überwinden und es mal bewusst wahrnehmen, welche Einflüsse kommen gerade, warum ist es gerade wichtig, die Liebe, jemand von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben immer noch diesen Schutz von die Göttin der Heim, also sie sind beschützt zu Hause und das sollen sie auch genießen und es auch fühlen. Und noch kommen gute Einflüsse von außen, ein gutes Gespräch. Kann natürlich bei rückläufigem Merkur sein, dass jemand von Vergangenheit meldet und die liebe Partnerschaft ist auch ein guter Einfluss gerade auf die Schützengeborenen. Die Gefühle sind ein bisschen durcheinander, aber sie sollen die Ruhe bewahren und in den kommenden Tagen kommt wieder die Bestätigung und die Begeisterung. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten, auf Gefühle hören, auch auf die Träume zu hören. Und das sollen sie auch ernst nehmen, weil das ist eine wichtige Sprache und das vermittelt zurzeit etwas Wichtiges bei den Steinbockgeborenen. Und wenn Thema gibt es wie etwas beenden oder loslassen oder kündigen oder trennen, auch die Gefühle wie Angst loslassen, das auch ernst nehmen, weil das kann eine Herausforderung sein. Also das ist eine wichtige Entscheidung und dann kann etwas Neues kommen. Das Betrachten als Befreiung. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist ein Aufstieg und das ist spürbar, besonders in beruflichen Situationen. Sie haben jetzt die Chance, beruflich etwas verbessern. Aber nicht nur beruflich haben Glück die Wassermanngeborenen, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Es ist eine gewisse Unsicherheit da, aber das wird auch in den Tagen auch spürbar sein. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt ein Zeichnen. Entweder die innere Stimme oder Intuition oder die Inspiration oder ein Vision, ein Traumbild. Und das hat heute eine große Bedeutung auch für die Fischengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.